Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Android Talk. Heute am Freitag, wo Deutschland gegen Frankreich spielt. Ihr werdet es erst am Samstag sehen. Heute dabei ist ganz überraschenderweise der Stefan. Genau, und ich natürlich für euch von Android TV. Ja, entweder werden wir morgen am Samstag ziemlich traurig aus der Wäsche gucken, wenn ihr das Video seht, weil wir gegen Frankreich verloren haben, oder wir sind denn im Viertelfinale. Im Viertelfinale, genau. Ja, na, schauen wir mal, wie wir abschneiden. Aber darum wird es heute nicht gehen, sondern wir haben uns eine Woche Zeit gelassen mit der Google I.O., mal ein bisschen darüber zu diskutieren, zu quatschen. Aus dem einfachen Grunde, weil halt viele Sachen noch mal so im Laufe der Woche, beziehungsweise sind jetzt schon 14 Tage her, oder? Ach, so gute zwei nicht, Wochen. Ja, nicht ganz. Weil sich da halt noch ein paar Sachen verändern. Gut, wir werden heute mal so ein bisschen ein Resümee ziehen, was so vorgefallen ist, auf der Google I.O. und so ein paar Punkte ansprechen und unsere persönliche Meinung wie immer dazu äußern. Ne? Genau. Stattgefunden hat die gute Google I.O., also die Entwicklerkonferenz, so wie sie nämlich wirklich heißt. Pendant dazu ist bei Apple die WWDC. Genau, die Worldwide Developers Conference. Ja. Übrigens am selben Veranstaltungsort in San Francisco. Aber nicht im Moscone Center. Doch, auch im Moscone Center. Beide. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Ja. Du hast die eine halt am Anfang des Monats und die andere am Ende. Nee. Doch. Nein. Doch. Die ist das schon im Frühjahr gewesen, oder? Viel Nein. früher. Nein, die WWDC dieses Jahr. War jetzt Jahr, Anfang des Monats? Anfang Juni. Ihr seht, Apple ist nicht meine Leidenschaft, höchstens wenn es Leidenschaft, aber ist ja auch jetzt nicht ganz so wichtig, sondern wir wollen über die Google I.O. reden. Die war am 25. und am 26. Genau. Dieses Jahr zwei Tage anstelle von drei Tagen. Richtig. Und ja, begonnen hat das ganze Ding um 18 Uhr deutscher Zeit und ging ungefähr so bis 21 Uhr deutscher Zeit. Also zweieinhalb Stunden lang war die etwa, ja. Keynote. Also die Keynote von Google selbst, ja. Am 25. Am 25. Die auch live übertragen wurde im Übrigen, aber wer sie nicht gesehen hat oder sie verpasst hat oder lieber uns sieht und hören möchte, was da passiert ist, der hat jetzt eben die Gelegenheit dazu. Eröffnet hat das Ganze Sundar Pichai. Spricht genau. Das richtig aus? Also, nee, keine Ahnung, wie so ausgesprochen wird. Hast du noch nicht mit ihm gesprochen? Nein, ich habe leider noch dieses Glück gehabt. Persönlich aber, nicht. Ich würde es auch Sundar Pichai aussprechen. Ja, der ist nämlich was? Der ist Head Chrome and Android. Also der ist der Hauptverantwortliche für Chrome Web Browser und alles, was mit Chrome zu tun hat. Ja. Und Android. Oh. Ja, und bis dato hat das immer Vikram Dotra gemacht. Der ist ja nun ausgestiegen. Richtig. Aus privaten Gründen, sagen wir mal. Was war der gewesen? Was hat der für ein Titel gehabt? Der war Hauptverantwortlicher für Google Plus, also für das soziale Netzwerk von Google. Also das Gesicht in der Öffentlichkeit sozusagen. Genau, oder wie es so schön bezeichnet wurde, Zeremonienmeister von Google. Ja. Und die Rolle übernimmt jetzt halt Sundar Pichai. Wie so jede Presseveranstaltung begann auch die Google I.O. so, dass letztendlich so ein paar Zahlen aus der Vergangenheit genannt wurden. Hast du da vielleicht mal was für uns? Ja, und zwar während ich hier mein Teechen trinke, denn ich jetzt hier neuerdings fit, ne? Ihr wisst ja, Samsung Get Fit, Entschuldigung, genau, ja. Ja, zunächst erstmal eine wirklich beeindruckende Zahl von 1 Milliarde aktiver Nutzer innerhalb der letzten 30 Tage. Das muss man sich mal vorstellen, 1 Milliarde Menschen weltweit. Damit ist Android gemeint, oder? Ja, Android, also Android-Geräte, ob der jetzt wirklich nur Smartphones meint oder auch Smartphones und Tablets. Ja. Also ich würde mal denken, beides zusammen. Mhm. Also 1 Milliarde Smartphones pro Monat, das ist schon, ja. Ein ganz schöner Schuh, ja. Ja, zwar nicht unvorstellbar, aber da es ja noch iOS und was weiß ich nicht alles gibt, dann... Ich habe auch gehört, soll noch mehr Frauen anwesend gewesen sein zur Entwicklerkonferenz richtig, als letztes Jahr. Ja, dieses Jahr hatte Google einen Anteil von 20% an weiblichen Entwicklern. Ja, während im letzten Jahr waren es nur 8%. Also schon mal eine kräftige Steigerung und ja. Also gab es auch Fotos dazu? Wie die aussehen, das ist auch so Nerds, die aus dem Keller kaum rauskommen. Nein, also das, was ich so gesehen habe, die sahen eigentlich ganz normal aus. Ja, okay. Ja, hast du mal andere Zahlen oder wurden andere Zahlen genannt? Ja, und zwar haben ja immer mehr Smartphones Gyroskop, Schrittzähler und was weiß ich nicht alles. Und laut Statistiken wurden mittlerweile über 1,5 Billionen Schritte pro Tag zurückgelegt mit einem Android-Smartphone, Android-Gerät. Okay. Ebenso 93 Millionen Selfies pro Tag werden mittlerweile hochgeladen. Moment mal, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass Google praktisch öffentlich gesagt hat, dass sie uns alle beobachten und wissen, wie viele Schritte wir tun? Letztendlich ja. Ist ja auch geil. Okay. Ja, aber das hat jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, weil beobachtet werden wir alle, egal von... Ja, aber schön, dass es so offen kundtun. Ja, die anderen versuchen es ja wenigstens noch zu verheimlichen. Ja. Okay, Selfies? Ja, 93 Millionen pro Tag, also... mit Freunden in sozialen Netzwerken hochladen, was weiß ich.
Auch das wissen sie. Ja, ja, die können sie dann tracken über Google Plus. Die wissen, was da hochgeladen wird. Ja, woher wissen sie, dass es ein Selfie war? Ja, durch die zum Beispiel Auto-Ausimpfung. Durch die Frontkamera, die sie auch an ihrem Smartphone überwachen, oder was? Oh, weia, ich glaube, die Sendung geht ein bisschen in die andere Richtung. Naja, erzähl mal weiter. Ja, und dann haben sie auch noch verkündet, 2012 wurden 39% aller verkauften Tablets mit Android ausgeliefert. Ah ja. Ja, und dieses Jahr ist es erstmal... Sind da jetzt die Apple-Tablets mit eingerechnet? Die ja. iPads? Okay. Ja. 39%. Also 39% hatten Android als Betriebssystem. Und dieses okay. Jahr ist ja erstmal ein halbes Jahr alt, sind bereits 62% aller verkauften Tablets mit Android ausgestattet. Ah ja. Also auch in diesem Bereich zieht Google mittlerweile an Apple vorbei, aber nur was die Verkaufszahlen an sich betreffen. Ja, also nahezu verdoppelt, kann man sagen, ne? Von 39 auf knapp 80. 62. Ach, 62, ich habe 79 verstanden. Aber ein gutes Drittel ist das schon. Jo. Jo. Ja, ist ganz ordentlich. Ja, gab's noch ein paar Zahlen oder bist du durch? Nee, das war's eigentlich soweit, also was zum Android-Universum gehört. Ja. Erster Punkt war gewesen, wenn ich mich recht erinnere, Android One. Mhm. Was vielleicht von vielen erstmal, vielleicht sagt euch Android Silver was eventuell so das Nexus-Programm ablösen sollte, wobei das nicht zwingend was mit Android One zu tun hat, sondern Android One ist erstmal so eine preiswerte Smartphone-Sektion, ne? Genau. Sagen wir noch was dazu? Ja, also man kann sich das eigentlich vorstellen, wie so eine Art Nexus für die unteren Preisklassen, hauptsächlich natürlich in Entwicklungsländern vorgesehen, wo Smartphones besonders günstig sein müssen, dementsprechend ist auch die Hardware. Also Google gibt im Prinzip eine Hardware-Plattform vor, die nach bisherigen Kenntnissen ein 4,5 Zoll QHD-Display besitzt, Dual-SIM-Unterstützung, FM-Radio und die Updates kommen direkt von Google selbst. Und die Woche ist, glaube ich, auch schon bekannt geworden, was für eine CPU drin sein soll. Genau, ne? Als Prozessorlieferant wird MediaTek herhalten. Ja, ist ein bisschen schade, aber wird sich halt bei dem Preis nicht ändern lassen. Genau, ne? Irgendwie müssen sie ja halt den Preis drücken und da ist MediaTek nun mal halt wahrscheinlich die beste Alternative. So, laut Aussage von Google war es speziell für dritte Weltländer, Entwicklungsländer, sprich Indien hieß es, genau, glaube Afrika auch. Ne? Genau, also in Indien wird es zuerst auf den Markt kommen. Dort gibt es bereits drei Partnerunternehmen. Ich glaube, das war Spice nennt sich das eine, Carbon und irgendwas mit Maxi. Gut, aber wird jetzt, außer wir fahren mal in Urlaub nach Indien oder nach Afrika, wird das uns jetzt nicht so tangieren, denke ich mal. Aber was denkst du? Ich habe ja so ein bisschen die Prophezeiung, dass das auch nicht nur in Indien, also nicht nur in Entwicklungsländern verkauft wird, sondern dass auch auf dem europäischen Markt das, was denkst du? Könnte ich mir vorstellen, aber wenn dann wahrscheinlich eher in Osteuropa, wo auch solche... Also du denkst, wir in Deutschland wären kein preiswertes Smartphone von Google, also noch kaum. Preiswerter als die nächsten Smartphones bekommen? Wohl kaum. Weil da ist ja Motorola beispielsweise mit dem Moto E ziemlich gut mittlerweile aufgestellt, was also für 120 Euro gut ab. Ja, aber da hieß es auch nur für Entwicklungsländer, ne? Ursprünglich. Ursprünglich, ja. Und jetzt gibt's die doch bei uns zu kaufen. Gut, übrigens nach wie vor Motorola noch ein Google-Unternehmen, ne? Google-Tochterunternehmen. Genau. Ist jetzt schon eine Weile her, dass wir darüber berichtet haben, dass Lenovo gekauft haben soll. Wir berichten natürlich auch immer darüber, dass es ein Lenovo-Unternehmen ist. Ist es aber noch gar nicht. Wir haben also von Motorola extra eins auf dem Deckel gekriegt. Freundlichen Hinweis. Ja, dass das also nach wie vor ein Google-Unternehmen ist. Was das jetzt zu bedeuten hat, ob das so lange dauert, bis das durch ist, keine Ahnung. Ich glaube, das liegt an der Zustimmung von den Kartellbehörden. Diese haben sich immer noch nicht entschieden, soweit ich weiß. Und deswegen hängt das Verfahren noch in der Schwebe und ja. Okay, aber bleiben wir noch bei Android One beziehungsweise bei dem, sagen wir mal, preiswerten Nexus-Smartphone. Und ich habe es ja schon angesprochen mit Android Silver. Dieses Android Silver soll jetzt parallel, also es hieß ja eine Zeit lang, Nexus war jetzt nicht Bestandteil der Google I.O., aber ich will es mal noch zur Vollständigkeit halber sagen. Hieß ja die Zeit lang, dass keine Nexus-Geräte mehr rauskommen sollen, nur noch das Nexus 9, das Tablet, was wahrscheinlich von HTC kommen soll, Volantis heißt das, glaube ich. HTC Volantis, genau. Wird das letzte Gerät sein. Aber nun wurde bekannt, dass neben Android Silver, was ja eigentlich so die Ablösung von Nexus in
in Anführungsstrichen sein sollte, dass beides jetzt koexistieren soll. Ist richtig, das korrekt? Genau. Ja, und das hat David Burke hat das gesagt, seines Zeichens übrigens Head of Android Engineering, also Chefentwickler, wenn man so will. Android? Google? Android. Android. Also der ist wirklich dafür verantwortlich, wie entwickelt wird für Android, und der hat wirklich gesagt, ja, Nexus bleibt bestehen, ja, und ja, Next Android Silver wird bloß nebenbei koexistieren. Und damit auch fernab der Google I.O. Beziehungsweise vielleicht am November ein Nexus 6 Smartphone von LG vielleicht. Vielleicht sogar das LG G3 in abgewandelter Version. Wobei, muss schon extrem abgewandelt sein, weil Real Keys werden, glaube ich, wird ein Nexus nie haben. Ne? Nein. Habe ich eigentlich hier auf Start gemacht? Ja, habe ich. Okay. Also die Real Keys, die werden wirklich LG-exklusiv bleiben bei den Hauptgeräten. Okay, nächste Thema war, und wahrscheinlich das größte Thema, Android L. Genau. Keiner weiß, ob es nun Android 5.0 ist, ob Android 4.5 ist. Das wurde so nicht klar geäußert, sondern Android L. Und es wurde auch mit Android L geworben und wird nach wie vor, auch mehrere Tage nach der Google I.O., gibt es noch keinen offiziellen Namen. Es ist aber gerüchteweise im Umlauf, dass es doch noch eine Süßigkeit werden soll. Genau, ja. Nämlich irgendwie doch so ein Lemon Pie irgendwie. Ja, irgendwie so ein Lemon, also so ein Zitronen. Kronkuchen mit Baiser-Aufschnitt. Ja. Das ist vor allen Dingen im englischsprachigen Raum ein beliebtes Dessert. Ja, da gibt es einen viel längeren Namen, aber ich glaube nicht, dass Apple, wollte ich schon sagen, Google den Namen übernehmen wird, sondern wenn, wird es wahrscheinlich Lemon Pie werden. Da gab es doch so einen kleinen Hinweis auf diesen Easter Egg, ne? Ja, genau. Und dass da schon so ein Kuchen drin war. Ja, und Lollipop, ist das auch noch im Gespräch? Ja, also es gibt eigentlich viele Vermutungen selbst, also von Nestle, Lion, dieser Schokoriegel. Karamell. Oder Karamellriegel, keine Ahnung. Boah, bloß auf, ich darf keine Süßigkeiten, jetzt krieg gleich Hunger. Also da gibt's wirklich die wildesten Spekulationen. Ja. Okay, aber wie es sei, was bekannt geworden ist, sind halt die unterschiedlichen neuen Funktionen und die Überarbeitung von dem neuen Update von Android L, was laut Google halt das größte Update ever sein soll. Mhm. Angefangen beim Material Design, was da darunter zu verstehen? Also es ist wahrscheinlich die auffälligste Neuerung, weil damit führt Google ein komplett neues Design an. Wie du schon sagtest, Material Design. Ja. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass auf verschiedenen Plattformen, sei es jetzt Tablet, Computer, Browser, Apps oder auf dem Smartphone, immer dasselbe Design vorhanden ist. Ne? Sie gehen dem Trend nach von immer flacherem Design, was ja einfarbig. Einfarbig schon auch. Wobei flacher haut ja auch nicht ganz hin, weil es hieß ja irgendwie auch, dass es jetzt eine Schatten irgendwie integriert ist. Ja, ne? Die haben eine dritte Koordinate eingeführt für Tiefeninformationen. Das heißt, ein Entwickler kann für seine Oberfläche, für verschiedene Elemente, Buttons zum Beispiel, eine Tiefenkoordinate angeben und das System tut dann automatisch Schatten berechnen und so weiter und so fort. Mhm. Aber insgesamt ein flacheres Design, als man es bisher kannte. Ja. Ja. Und halt auf allen Plattformen identisch. Ja. Hat man denn, so ein Wallpaper gibt es, glaube ich, schon, ne? Was man so sehen kann. Und die im Umlauf geratenen Icons und so werden sich wahrscheinlich dann auch bestätigen. Aber das wurde da jetzt nicht weiter irgendwie vorgestellt. Nein, ich glaube, du meinst jetzt diese Moonlight oder Moonshine. Ja. Genau, die Icons, die wird's geben. Ja, neu auch bei Android L wird sein, Benachrichtigungen auf dem Lockscreen beispielsweise. Generell war Benachrichtigungen ja ein Thema, ne? Mhm. Android Wear weil ich gerade auf dem Lockscreen bin, Android Wear in Kombination, da kommen wir gleich nochmal, da Android Wear war selber auch ein Thema, aber es soll wohl eine Sicherheitsfunktion geben, die du hast gerade oben hier, genau, ne, die hier. LG, ich weiß nicht, ob man sehen kann, G-Watch, da kommen wir gleich nochmal zu, die, wenn die denn in der Nähe des Smartphones ist, mit dem es gekoppelt ist, dann kann man wohl einfach auf den Homescreen direkt ohne Lockscreen, und wenn das Smartphone nicht in der Nähe, die Smartwatch nicht in der Nähe ist, dann ist es wohl gesperrt oder sowas. Beziehungsweise, ne? Muss man PIN oder sowas eingeben. Ja, also das verzahnt sich auch miteinander, das ist da also auch schon durchgesetzt. Wo wir gerade beim Thema Sicherheit sind, Nox.
Ja, NOx ist ja eigentlich eine bekannte Sicherheitsfunktion von Samsung, was sie letztes Jahr mit dem Galaxy S4 eingeführt haben. Da werden im Prinzip geschäftliche und private Daten strikt getrennt mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen, unternehmensbezogenen Features und so weiter. Und NOx wird in abgewandelter Form mit Android L fester Bestandteil von Android selbst sein. Ja, darunter ist zu verstehen, komplett NOx drin oder? Nein, es wird, also so wie ich das verstanden habe, wird das eine abgewandelte Form von NOx sein, also wirklich die Basisfunktionen, die für Unternehmen wichtig sind. Und je nachdem, wo man dann praktisch seine Daten auf einer sekundären Partition sichern kann und vor in Dritten einem verschlüsselten Datentresor unsichtbar machen kann. Genau, und verschiedene Unternehmensfunktionen, wie zum Beispiel VPN-Verbindungen und was weiß ich nicht alles. Google Play-Dienste war ein Thema. Ja. Auch im Zusammenhang mit Android L, was genau, gibt's da? Da ist vor allem ein Update für Android Wear Support, weil direkt Apps für Android Wear gibt's nicht. Entwickler können allerdings die Unterstützung für die Smartwatch-Plattform in ihren Apps einbauen und diese tun dann bloß gewisse Karten auf die Uhr streamen. Und dafür braucht es wiederum die aktuellen Google Play-Dienste. Ja, naja, zu Android Wear kommen wir ja gleich nochmal ins Detail. Killswitch war lange ein Thema gewesen, ja. Remote Control. Ja, das wird jetzt wirklich auch mit fester Bestandteil von Android L sein. Ja. Wie genau das funktioniert, hat, glaube ich, Google noch nicht so richtig enthüllt. Ich würde vermuten, das wird dann erst im Herbst, wenn dann die offizielle Vorstellung zusammen mit dem HTC-Tablet oder was auch immer kommen wird, dann sein. Ja. Projekt Volta war auch ein Thema. Sag mal was dazu. Damit versucht Google, den Energiehunger von Apps gezielt zu verbessern. Ja. Ja, in der Developer Preview, die es bereits für das Nexus 5 und das Nexus 7 Wi-Fi 2013 gibt, zeigt sich im ersten Test, dass die Akkulaufzeit wirklich um knappes Drittel verbessert wurde. Nur durch das Betriebssystem? Nur durch das Betriebssystem, genau. Mhm. Wird vor allen Dingen durch die neue Android Runtime erzielt. Da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen, ja, als Thema. Runtime, was bedeutet das? Also es ist im Prinzip eine Laufzeitumgebung, welche die Apps, die installiert sind, in Echtzeit oder beziehungsweise wenn sie gebraucht werden, in Maschinensprache übersetzt und das wesentlich effizienter macht. Die neue wird dann Dalvik sein, kann das? Nein, Dalvik wurde bisher benutzt. Okay. Und die neue, der Nachfolger ist ART. Ja. Also wie gesagt, also ART geschrieben. ART, was Abkürzung. Was versteht er? Ja. Was die Abkürzung für Android Runtime ist. Okay. Und wer entwickelt diese Runtime? Die wird diesmal wirklich von Google entwickelt. Ich glaube, Dalvik VM, die basierte zum Teil auf Java. Ja, also war keine komplette Eigenentwicklung von Google, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster Okay. Gehen. Ja, fällt dir sonst noch was ein zu Android L? Vielleicht noch abschließend könnte man sagen, dass HTC sich noch auf der Messe, auf der Entwicklerkonferenz geäußert hat, dass sie fürs HTC One, also M7 als auch M8, das Update binnen 30 Tagen, sobald sie den Code erhalten haben, rausbringen wollen. Ja, das ist auf den ersten Blick erstmal eine schöne Nachricht. Allerdings, jetzt kommt das große Aber, nur für die US-amerikanischen Modelle. Ja, war das 30 oder 90 Tage? 90 Tage. 90 Tage, ja, dieses Advanced-Programm heißt das, glaube ich. Genau, und das gibt es so in Amerika. Ja, aber ich denke mal, dass deutschlandweit dann auch nicht so lange darauf warten muss, denn wenn es denn erstmal draußen ist. Das haben sie ja schon in der Regel gezeigt, dass sie da ziemlich flott waren. Gut. Nächster Punkt auf der Google I.O. war Android Auto oder Auto. Auto. Keine Ahnung. Auto. Ja, die werden ja nicht Deutsch gesprochen haben, oder? Ja, aber es wird im Englischen wie im Deutschen gleich geschrieben, also sagen wir Auto. Genau. Und was verstehen wir darunter? Ja, das ist im Prinzip das Gleiche in Grün wie bei Apple CarPlay. Google stellt eine Softwareplattform fürs Auto zur Verfügung, für das Infotainment-System, womit man sein Smartphone über ein USB-Kabel, glaube ich, ja, mit der Autotechnik oder Kfz-Technik verbinden kann und dann über so ein schönes Touchscreen Google Maps nutzen kann, sprachgesteuerte Beantwortung von SMS-Nachrichten, Telefonanrufen und so weiter und Musikplayer. Das heißt also, das soll dann in das Entertainment-System eines PKWs schon voraus einfach drin sein? Oder? Ja, genau. Das heißt also, man muss sich dann für einen PKW entsprechend entschließen beziehungsweise beim Kauf vorher fragen, hat das jetzt Google Auto drin? Ja, genau. Pendant dazu, vielleicht fairerweise noch genannt, von Apple. Apple CarPlay, was ab iOS 7.1 funktioniert und nur ab dem iPhone 5 übrigens. Weil das über den Lightning-Anschluss. Also wird ja auch noch eine interessante, nur über einen Lightning-Anschluss? Okay. Ja.
Wird vielleicht auch nochmal eine interessante Geschichte, ob denn die Hersteller sich für ein entweder oder entscheiden müssen oder ob sie denn eventuell sogar, dass man switchen kann und das kompatibel macht, ja, weil das würde sich ja irgendwie anbieten. Ne? Apropos Switching, da hat Audi, ja. ist einer der Gründungsmitglieder der Open Automotive Alliance, ja. Also das Gegenstück zur Open Handset Alliance, gesagt, ja, wir unterstützen beide Systeme. Also die werden jetzt, ich weiß nicht, ob diese, aber ich glaube nächstes Jahr Modelle anbieten, wo man wirklich beide Systeme, wie man nützlich und launig ist, wechseln kann. Übrigens, der Stefan meint Allianz, durch seinen sächsischen Akzent hört sich das ein bisschen an wie Aliens, das mag vielleicht auch so sein, aber sind keine Außerirdischen. Das nochmal schnell an dem Rande übersetzt. Jetzt werde ich erstmal Hasskommentare von allen Sachsen bekommen, aber ich mag die Sachsen, keine Sorge. Ja, nächstes Thema, jetzt kommen wir endlich dazu, Android Wear. Ja. Ja, einmal die, du hast sie bereits genau. Schon im Gebrauch, die LG G-Watch. Ja. Und denn Samsung hat seine Samsung Gear Live heißt die, glaube ich, vorgestellt. Und die ja von allen heiß erwartete Moto 360, die zwar von den anwesenden Vortragenden dort schon getragen wurde, gibt es noch nicht. Aktuell die beiden, LG als auch Samsung, sind für 199 Euro bereits im Google Play Store zu bestellen. Seit dem 26. Und seit ein paar Tagen gibt's auch die Android Wear im Google Play Store runterzuladen, die man dafür benötigt. Könnt ihr nochmal auf unserem Blog nachlesen, wie man das genau macht, wie man die connectet, wie man die einrichtet. Sag mal was zu Android Wear. Wie funktioniert das ganz grob umschrieben? Ja, letzten Endes ist das eigentlich bloß ein Second Display, womit man Benachrichtigungen von seinem Smartphone auf seiner Uhr sieht, bekommt. Man kann auch mit interagieren, zum Beispiel durch Sprachsteuerung, weil festes Bestandteil von Android Wear ist ja Google Now. Diese kartenbasierte Oberfläche, mit der man so durch verschiedene Apps durchswitchen kann. Man kann zum Beispiel E-Mails direkt löschen, auf zum Beispiel Hangouts über Sprachkommandos direkt antworten. Wobei ich festgestellt habe, das Ding, das erkennt keine Satzzeichen. Okay. Ja, das finde ich schon mal ein großer Nachteil. Ich hoffe, da wird mal später was mit einem Update verbessert. Und also um es nochmal festzuhalten, die Uhr hat keine Knöpfe. Keine Knöpfe, ausschließlich einen Touchscreen. Und über den Touchscreen, da gibt's keine Tastatur. Nein. Also alles per Sprache und wenn ich es verstanden habe, grob zeigt das Ding praktisch Google Now-Karten an. Genau, Google Now-Karten mit allen möglichen Informationen, zum Beispiel, wann muss ich los, wenn ich jetzt einen Termin habe, wie komme ich dorthin, kann mich über den Uhr sogar über Google Maps navigieren lassen, also mit, was weiß ich, in 200 Metern in die XY-Straße ein. Hat die einen Lautsprecher drin? Nein, hat keinen Lautsprecher. Wo kriege ich die Information her? Vom Smartphone oder wo? Vom Smartphone, genau. Das wird vom Smartphone alles auf die Uhr quasi gestreamt. Letztendlich mehr oder weniger. Kann ich einen Kopfhörer, einen Bluetooth-Kopfhörer anschließen? Soweit ist er noch nicht. Soweit bin ich noch nicht, nein. Alles klar. Gut. Und das die Samsung-Uhr, die wird dann aber, da ist nichts mit dem eigenen Betriebssystem, wie ja jetzt hier die Gear 2, die ja Tizen-Betriebssystem abgedatet wurde. Die funktioniert mit allen Smartphones. Die Samsung-Uhr. Ja, also laut Google Play Store-Eintrag funktioniert auch bloß wieder mit Samsung-Geräten. Nein, echt? Ja. Das kann gar nicht sein. Ich verstehe es auch nicht, wieso. Das ist einfach Blödsinn in meinen Augen. Weil Android Wear ist für alle Android-Smartphones ab Android 4.3 Jelly Bean oder neuer. Ist denn das bestätigt schon? Hat die schon irgendwer? Kennst du jemanden? Nee. Also hast du schon irgendwo gelesen, ob das eventuell doch mit allen Smartphones geht? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber okay, also jedenfalls steht es erstmal so im Play Store und das müssen wir erstmal offiziell wiedergeben. Damit wollen wir auch schon das Android Wear Thema abhaken, denn wir haben nur noch 7 Minuten. Wir müssen Gas geben. Jetzt werden wieder alle stöhnen. Ihr könnt auch mehr als 30 Minuten, wissen wir, aber die Kamera läuft nicht länger. So. Android TV, ja, lustige Geschichte. Ja. Da haben sie einfach unseren Namen geklaut, ohne uns zu fragen. Aber wir sind da ja nicht so. Wir lassen das mal mit dem Klagen diesmal. ja, Android TV, was hat man darunter zu verstehen? Ja, im Prinzip ist das ein Betriebssystem für Fernseher, für Setup-Boxen, was auf Android L basiert. Das heißt auch in gewissen Weise das Material Design widerspiegelt, ja. Womit wir bei dieser Multiplattform-Geschichte wären, dass alles gleich aussieht, aber ist wirklich auf die Bedienung auf dem Fernseher ausgerichtet. Als Bedienelement kann man entweder per Sprachsteuerung, was ja bei Google ein großes Thema wird, ja. Gerade auch hier, okay, Google Everywhere,
Hm. Das wird eine andere Sache. Und Smartphones oder Tablets können auch als Fernsteuerung dienen. Ja, also es ist praktisch jetzt kein TV, keine Hardware, kein Fernsehapparat, sondern es ist eine Software. War ja eigentlich Google TV auch schon. Ist es jetzt praktisch ein Upgrade davon? Das ist ein Upgrade, ja. Google hat wohl mitbekommen, ja, Google TV, das kommt nie so an wie also mit einem Android-Bezug, ja. Worauf ja Google TV letztendlich softwaremäßig basierte. Ja. Und die haben einfach keinerlei, ja, die Inhalte haben gefehlt. Das, ja. Das haben sie mit Android TV geändert. Da haben sie wesentlich mehr Unterstützer von Seiten der Content-Industrie an Bord. Und deswegen wird das wahrscheinlich ein wirklichen. Also ist es praktisch sowas wie ein Google Chromecast, bloß schon in den Fernseher eingebaut. Genau. Mehr oder weniger. Genau. Und man kann natürlich auch von seinem Smartphone oder was weiß ich wovon über das Cast SDK auf den Fernseher Setupbox streamen. Wo wir gerade schon Chromecast ansprechen, war auch ganz kurz Thema. Da soll denn jetzt auch demnächst Streaming möglich sein, ne? Was ja vorher nur mit Drittanbieter-Apps ging. Über also den Screen Mirroring meinst du? Ja. Also das Spiegeln vom Android-Display-Inhalt genau. Auf den Fernseher. Ja. Mhm. Ja, naja, vorher hat er sich ja nur über WLAN die Daten aus dem Internet geholt und man konnte praktisch mit dem Smartphone nur Dinge anstoßen. Viele Leute haben halt immer gedacht, auf dem Chromecast wird das wiedergegeben, was auf dem Smartphone ist. Das wird aber in der Tat demnächst möglich sein. Genau. Ja, wollen wir mal schauen, wie das funktioniert, ob das da nicht mit Ruckeln vonstatten geht, wie es vielleicht bei anderen Geräten mit Miracast schon gemacht wird. Aber das wird die Zukunft zeigen. Genau, Google hat schon auf der Google I/O dazu gesagt, sie haben ein eigenes Protokoll dafür entwickelt, womit das nahezu verzögerungsfrei ablaufen soll. Und das, weil die halt so lange an diesem Protokoll entwickelt haben, damit das wirklich fehlerfrei funktioniert, deswegen wird das erst zu spät nachgereicht. Verstehe. Aber ursprünglich war das eigentlich von Anfang an mit eingeplant gewesen. Weiteres Thema war Chromebooks. Ja. Aber für uns uninteressant. Ja, jetzt einfach mal so. Ja, habe ich nicht weiter mitverfolgt. Also tatsächlich muss ich auch sagen, dass Chromebooks, ich habe bis heute noch kein Chromebook in der Hand gehabt, muss ich mal wirklich gestehen. Also ich habe es mal ausprobiert. Und? Ja, etwas ungewohnt, weil alles wirklich vom Internet abhängig ist. Ja. Es gibt auch vereinzelte Apps, die man auch offline nutzen kann, aber um es wirklich voll ausnutzen zu können, braucht man dauerhaft Internet. Und ja, und das last but not least, Google Fit. Mhm. Also eine Fitness-Plattform, mit der man eigentlich ist es Apple Health Kit, genau dasselbe, bloß halt für Android. Damit kann jetzt hier aber keiner unserer Zuschauer was anfangen. Ja, deswegen, erzähl mal noch einen Typen genau, mehr. Genau, lass mich mal ausruhen. Es ist im Prinzip eine zentrale Anwendung, die aus verschiedenen Fitness-Gadgets, was weiß ich jetzt, Bluetooth, Pulsmesser, Herzfrequenz, Brustgurte, was weiß ich nicht alles, Daten sammelt in einem zentralen Ort und anderen Apps bereitstellen kann. Also man braucht jetzt für ein spezielles Zubehör keine spezielle App mehr. So wie ich es gesehen habe, in Kooperation mit eigentlich allen großen Herstellern. Genau. Nike, Adidas, Basis, Fit und was weiß ich nicht alles. Ja, Run und die Keeper. Ganzen, ja. Also da kommt einiges auf uns zu. Habe ich da noch irgendwas vergessen von dem Ganzen? Auf der Google I/O. Dir fällt jetzt spontan nichts ein. Wenn euch was einfällt, ihr habt auch ein bisschen mehr Zeit dazu als wir hier, schreibt es uns runter in die Kommentare. Hast du noch ein Fazit zu der Google I/O? Was war so dein Empfinden? Du warst ja live dabei. Hat sich geflasht, nicht? Ja, also mich hat wirklich geflasht. Also das, was Google dort alles losgelassen hat an Neuheiten, das ist wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hat das einen umgehauen ohne Ende. Also hat dir richtig gut gefallen. Ja. Auf was freust du dich am meisten? Eigentlich auf Android L selbst freue ich mich am meisten, gerade wegen dieser Energieeffizienz-Sache. Ist ja immer so eine Sache, zumindest wenn man ein Top-Smartphone hat, versucht man immer über den Tag zu kommen, schaffe ich das oder nicht, wo ist die nächste Steckdose? Ja. Und also ich gehe davon aus, dass sich damit wirklich enorm verbessern wird. Okay. Mein Fazit wäre, wenn ich mal so die Google I/O vergleiche, wie am Eingang, um jetzt wieder die Kurve gut zu kriegen und den Kreis zu schließen. Da brauchen wir eine Gedenkminsekunde. muss ich einfach mal sagen, dass ich finde, dass Google das, obwohl sie ganz gut auf dem Markt etabliert sind, denke ich mal, und wahrscheinlich, wenn es sowas wie Gegner gibt oder Rivalen oder Mitbewerber, der größte Mitbewerber von Apple an sich ist, und dass sie vom Vortragen her, wie sie das so gemacht haben, ja, wie sie das so rüberbringen, mir wesentlich sympathischer ist als das, was so auf der WWDC passiert, wo also noch härter und noch größer und noch besser und wir sind die Übersteilen und
Also hat mir vom Gesamt, von der Wiedergabe auch und von der Präsentation ja sehr gut gefallen. Nüchtern rübergebracht, nach und nach, Punkt für Punkt. Und war wirklich knackig, voll und also gefüllt mit neuen Inhalten. Also ich glaube, sogar 6.000 Entwickler wurden vor Ort in San Francisco. Die im Übrigen was bekommen haben dieses Jahr? Die haben eine LG G-Watch oder Samsung Gear Live bekommen. Ja. Und was man gehört hat, sobald die Moto 360 verfügbar ist, bekommen sie hier auch noch kostenlos. Ja, und später, auf die sind wir natürlich total gespannt. Ja, aber das war witzig, als Google gesagt hat, ja, die Moto 360 ist noch nicht verfügbar, gab es dann wirklich laut zu hören, das Und als sie dann verkündet haben, ja, ihr bekommt nachträglich noch eine. Aber sei wieder happy. Ja, aber richtig happy. Also. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin wirklich noch extrem gespannt auf das Gerät, weil also gerade an meinen zierlichen Armen, das ist ein ganz schöner Wummer. Ja, also die ersten Live-Bilder. Weiß nicht, ob die jetzt nochmal größer geworden ist von Bild zu Bild, aber es ist halt so. Gut, wie dem auch sei, wir sind durch mit unserem Android-Talk. Ja, wenn ihr die Sendung seht, dann hat Deutschland schon gespielt. Ich habe es ja schon erwähnt. Ja, 30 Minuten hier auch um. Insofern kann ich nicht sagen, drückt uns heute Abend die Daumen oder wir alle drücken die Daumen. Das wäre, wir müssen uns ja jetzt so ein bisschen zeitlich versetzen. Aber deswegen machen wir die Sendung nämlich auch schon heute, weil wir Deutschland gucken wollen und weil wir noch für euch ein paar Artikel vorschreiben wollen. Wie gesagt, das war's mit dieser Android-Talk-Sendung. Wenn es euch gefallen hat, bitte nicht teilen. Auf gar keinen Fall teilen. Damit reitet ihr uns so in die Scheiße. Bitte nicht. Ja, also nicht machen. Aber ihr dürft liken. Das dürft ihr gerne. Und wenn es euch nicht gefallen hat, runter in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns, ich denke mal, vielleicht wieder in 14 Tagen oder so mit einer neuen Android-Talk-Serie. Und ansonsten haben wir ja noch Android-News-Nachrichten und Tipps und Tricks und. Gibt es ja jede Menge bei uns auf dem Kanal zu sehen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und vor allen Dingen schönes Spiel heute Abend. Ja, das, die Leute, ja. Eben. Und ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ne? Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.